Das meinst du das optionale Ziel, Martin, wo ich. Ich habe ihn doch. Wo man die Galerie sauber machen soll, sage ich mal. Das habe ich nämlich bereits getan. In diesem verfluchten, kuriosen Zerhäcksler, sage ich mal. Der Typ ist doch nicht ganz dicht gewesen. Achso, ich wollte gerade sagen, Polizist. Ohne irgendwas in der Hand, aber er hat einen Besen in der Hand. Der hat noch nicht schnell genug nachgeladen. So, dahin und dahin. Könnte man praktisch im Rückweg mal bei Paladin Dance anklopfen. Was ist denn hier unten, denke ich? Achso, das ist das leuchtende Meer. Töte Raider. Töte Shelly Tiller. Alter, das ist ja. Das ist ja ein ganz schöner Weg. Was sagt mein Inventar? Naja. Bisschen kriegen wir noch rein. So, wir müssen erstmal hier raus. Wo ist die Markierung? Da. Gehen wir mal hier raus, wa? Ja. Ja? Ist hier eine Tür? Ist hier überhaupt eine Tür? Hier ist keine Tür, oder? Ist einfach nur ein Wall. Nee. Wenn du hier bleiben willst, musst du dich nach Kuba gießen. Ich hab gehört, dass vor die Nasenbusleute sind. Gib bei ihr immer einen Haken. Aber sie zahlt. Was? Spricht mit Bobby? Bobby? Wie man einfach mit Scheiß zugekackt wird hier. Lass mich raten, Bobby ist in dem. Wo ist denn Bobby? Bobby, Bobby? In Good Neighbor kümmert man sich selbst um seine. Da hinten irgendwo. Da, wo ich gerade die Leute erschossen habe? Hallo. Hey, du. Suchst du Arbeit? Bist du ein Mann oder eine Frau, Junge? Ja, wann kann ich anfangen? Ha, da ist aber jemand eifrig. Wenn dir etwas körperliche Arbeit nichts ausmacht und du nicht zu viele Fragen stellst, bist du dabei. Ich geb dir 50 Kronkorken, wenn du den Job annimmst. Interesse? Welchen Job? Ich brauche schon etwas mehr Informationen. Ich arbeite an einem Projekt. Einem sehr großen. Aufgestiegen. Wenn die falsche Person davon erfährt, könnte es mich in ernste Schwierigkeiten bringen. Es ist also etwas Diskretion gefragt. Es soll also jemand töten, sagst du einfach. Ich habe hier ein wackeliges Kartenhaus aufgebaut. Verstehst du? Na, mach's Fenster zu, wenn du ein Kartenhaus gebaut hast. Ja, für 50 Kronkorken lege ich keinen um. Ich falsche. Da ist noch mehr drin. Dann 100 direkt auf die Hand. Ha! Nochmal? Bricht er den Auftrag ab, wenn ich's übertreibe? Das ist ein schlechter Deal. Glaub mir, später bekommst du noch deutlich mehr. Nimm einfach die 50 Kronkorken. 50? Wir waren bei 100. Bin dabei. Genau das wollte ich hören. Gehen wir rein. Nein, verdammt! Er hat wieder 50 runter. Oh. Ist nicht dein verdammter Ernst. So. Ich soll ihm gar nicht hinterher, oder? Das große Graben. Doch, trifft Bobby drin. Verdammt, hätte ich doch mal die 100 genommen. Das ist, wenn man den Hals nicht voll genug kriegt. Immer wieder. Wenn ich für ihn nur ein Loch schaufeln muss, dann ist es ja in Ordnung. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass es nicht so ist. Bereit, an die Arbeit zu gehen. Alter, das ist doch kein Mann. Sagst du mir jetzt, was wir eigentlich machen? Wir ziehen einen Job durch. Fette Beute.
holen uns ein paar Sachen. Das ist doch eine Frau. Die rein technisch gesehen noch nicht uns gehören. Ja, ich weiß, ich brauche mehr Charisma, aber ich habe die Rüstung halt anders lackiert, weil ich die Minutemen-Lackierung nicht überall drauf machen konnte. Klingt ehrgeizig. Ist es auch. Deshalb brauchen wir noch etwas Hilfe. Du wirst ein bisschen graben. Ich bin dein Mann. Niemand mag einen Arschkriecher. Die anderen beiden sind schon da unten und graben. Hilf ihnen ein bisschen, okay? Ja, irgendwie gefällt mir das nicht. Hier rein? Alter, was ist denn das? Was war denn das, Max Martin, was man da ausnehmen konnte? Das war jetzt dunkelgelb, dann kommt bestimmt hellrot und rot. Also wahrscheinlich so 200 Kronkorken? Ich glaube, graben werden wir hier. Willst du sehen, was auf der anderen Seite ist? Ja. Meinst du, Bobby bezahlt uns diese Woche? Ich weiß es nicht. Wirkt langsam wie eine Wohltätigkeitsveranstaltung. Oh, er zahlt also nicht. Mich hat er schon bezahlt. Scheiße! Bobby kann sich den Auftrag sonst wohin stecken. Viel Glück da unten, Neuer. Brauche eure Hilfe nicht. Speicher trotzdem lieber mal. Oh nein. Da sind so eine komischen... Kommt jemand. Alter. Warum schießt du einfach, Nick? Schieß. Hat mich getroffen, oder? Nick, aus dem Weg. Was zum... Irgendwas Nützliches? Ja, Fleisch. Ich sehe sein... Es wäre cool, wenn ihr mich nicht immer blocken würdet. Reduziert den Schaden beim Stehen und sich nicht bewegen um 15%. Geil. Neun Charisma. Das ist ja ganz schön Fille, Martin. Wer hab ich denn jetzt? 6. Ich hab auch noch... Ich kann doch schon wieder, ne? Ja. Aber ich wollte noch irgendwas anderes skillen. Ich weiß nur nicht mehr was. Entweder was Rüstmeister oder Waffenfreak geht noch nicht. Deine automatischen Waffen verursachen mehr Schaden. Was war denn das? Ich glaube, es war Rüstmeister und Wissenschaft. Wissenschaft geht nicht höher. Ich grüße dich, Aruna. Einen schönen guten Morgen, guten Abend, wie auch immer. Ja, ich wechsle die Klamotten meistens auch nicht. Das ist immer nervig, wie du schon richtig gesagt hast.
Nick, hau ihn weg. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Gerade als ich dachte, man könnte sich doch noch gütlich einigen. Gut. Ach, den krieg ich sogar auf. Ne. Nur noch 3 Millionen Haarklammern übrig. Geschafft. Brauchen wir nicht den Rest. Warte, in der Metallkiste ist nicht drin, oder was? Toll. Erstmal gucken wir, was es hier so zu holen gibt. Aber ich denke mal, wir müssen noch weiter rein. Was ist denn das? Ja, da kann man sich wieder ein schönes Sandwich, schönes Dingens machen. Ich weiß gar nicht, haben die Eier damals zu essen verwertet oder haben wir die einfach verkauft? Ich weiß es nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Steht einfach mal eine Leiter. Hier war auf jeden Fall schon mal jemand. Guck mal an. Das sieht aus wie Gold, aber ich kann es nicht aufklauben. Geil. Erstmal alles mitnehmen, was man mitnehmen kann. So, Nick, trampel nicht auf dem armen Gehölz darum, auf dem armen toten Kerl. Das ist, gehört sich nicht. Der Raum war voller Meyerlurks. Immerhin hast du dich besser geschlagen als diese Nichtsnutze. Ja. Tja. Mehr Kohle, würde ich sagen. Du bist geblieben. Schätze also, dass du befördert wurdest. Du bist jetzt mein neuer Waffenexperte. Ich glaube, wir brauchen nur noch einen Typen. Ist ein alter Freund. Er wird einen ordentlichen Anteil wollen. Aber wir haben ja gesehen, wo das hinführt, wenn ich beim Personal spare. Sag mir einfach, wo ich hin muss und mit wem ich reden soll. Ich wusste, du würdest mir gefallen. Zuerst solltest du aber sehen, auf was wir eigentlich aus sind. Ich muss ein paar Dinge in Diamond City erledigen. Geh rüber zum Nudelladen dort. Wir treffen uns da, wenn ich fertig bin. Okay. Was war das jetzt da unten? Das habe ich vor Aufregung nicht geguckt. Wie lange bin ich jetzt auf Twitch aktiv? Halbes Jahr? Ich kann das immer so schlecht einschätzen. Oder ist es mittlerweile schon ein knappes Jahr? Nee, so lange ist es nicht. Halbes, dreiviertel Jahr höchstens, würde ich behaupten. So, lohnt sich jetzt eigentlich der ganze Weg hier durch die Bude? Wir könnten eigentlich schnell reisen zu Gallery Pigman und von da aus laufen. Das machen wir auch. Nee, du kannst aus diesem Haus nicht schnell reisen. Du musst draußen stehen. Jo, Flo, mach's gut. Schlaf gut. Ich komm gucken, spät. Wann wir wieder zusammen daddeln. Kann ich hier noch irgendwas mitnehmen? Das finde ich großartig. Ich kann hier einfach was mitnehmen, nur weil ich für den gearbeitet habe. Waffe? Ach, bitte nicht. Ja. Genau das finde ich immer sehr geil, wenn auf einmal die Waffe rumbackt und nicht mehr zu sehen ist. Wenn du einen bestimmten Bewohner Stufe 3 Läden zuweist, wird das jeweils ein Stufe 4 Laden, okay? Was? Dann werden legendäre Items verkauft, zum Beispiel der Typ, der dir am Anfang des Spiels einen Voltanzug verkaufen will. Der Vertreter, den findest du später wieder. Ah. Hör doch mal auf zu spoilern, Martin. Was soll denn das? Ohne Mist.
Ne, ich habe in anderen Gameplay schon gesehen, dass man den wieder trifft. Oh, eine Glühbirne. Hopp. Up to good neighbor. Ich vergesse auch jedes Mal meine verdammten Psychodrogen zu nehmen. Ich habe mir welche welche hergestellt, wo ich mehr Schaden austeile und mehr einstecken kann. Ich vergesse jedes Mal vor einem Fight die zu nehmen. Einfach, weil ich es nicht gewohnt bin. So. Jetzt machen wir mal eine kurze Schnellreise zur Gallery Pigman. Und von da aus gehen wir weiter und hauen die anderen da um. Dogmeat! Hui! Shake that ass for me. Shake that ass for me. Shake that ass for me. Man muss sich in den Loadspeeds einfach mal irgendwie die Zeit vertreiben. Teilweise so lange sind. Ich hätte ja das Spiel auf einer SSD installiert, aber leider nicht genug Platz. Wenn die Spiele auch immer größer werden. Oh. 40, 50 Gigabyte sind keine Seltenheit mehr. Ich habe einen langen Ladebildschirm.de. Ah. So, das ist die Gallery. Und dann sind wir praktisch nicht mehr weit weg. Nicht mehr weit weg von dem Einsatzort. Hier nur einfach noch links. Und dann die nächste Brücke rechts rüber und dann sind wir schon quasi da. Was haben wir hier so? Ein Teddy. Oh, guck mal an. Eine leere Schemke. Ach, die habe ich letztes Mal schon leer gemacht, oder? La la la. Also für die Twitch-Zuschauer unter euch natürlich. Auf YouTube kommen die Gameplays ja immer ein bisschen später. Habe ich eigentlich meinen geilen Revolver auf der 9, ne? Ja. Ich nehme mal das Sniper. Achso, ich würde mal Sniper austauschen. Das Sniper? Die Sniper? ...76 Schaden. Übelst. Ah, meine Reichweite ist höher. Naja, gut. Das ist jetzt ja erstmal egal. Sieht fast genauso aus. Aber ein krasses Visier drauf. Macht einfach mal mehr Schaden. Wahrscheinlich ein Visier, was ich selber nicht herstellen kann. Noch nicht. Oder weil mir die ganzen Hilfsmittel dafür fehlen oder weil die Munition ein anderer Typ ist. Liegt doch schon wieder die Brigade rum da und ballert wie wahnsinnig. Was ist denn da hinten Losi? Da gehen wir später hin. Erstmal gucken wir hier in die Bude rein, ne? Ich bin so froh, dass ihr alle kommt. Unsere Leute haben ihre Fälle.
am besten erledigt, aber was soll's? Das macht die Belohnung umso fetter. Hallo. So, zwei sind schon mal tot. Was? Warum ist Nick mittendrin? Ruf die Kopf. Pock. Kritisch. Wenn man das Gefühl hat, man schießt. Oh, 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 oh. Man schießt mit Platzpatronen. Oh fuck. Kann ich mal die neue Waffe ausprobieren? Ui, die macht aber ganz schön Bums. Mein Gott, die knallt ja richtig was weg, wa? Schnelllage, schnellladendes, Schnelllage, Schnelllademagazin. Ja, das war. Schwere Zunge. Oh, der hat einen Helm, Metallrüstung. Theoretisch. Ich habe mal Armeehelm mit 10, ne? 9, also wirklich. Kann ich nicht gebrauchen. Echt? Ich kann die optionale Quest nur machen, solange wie die ich die anderen noch nicht gemacht habe. Ja gut, ich versuch's mal. Hin müssen wir eh. Ob wir es nur vorher oder nachher machen. Ah, das ist wieder ein übelster Weg, oder? Warte mal, ist doch die Straße. Bin ich richtig? Ja. Einfach nur mal geradeaus, dieser Weg. Ich könnte nochmal mit der quatschen, was möchte die? Du da, Karawane oder Raider? Ich bin allein hier. Selbstständig, was? Okay, komm rein. Aber keine Schießerei. Der Markt hat geöffnet. Du kannst handeln, so viel du willst. Ah, okay. Wir müssen da ja was echt Wertvolles verstecken. Ja, das Gefühl habe ich auch, so wie die mit Wache am Tor gleich. Also hier geht momentan sowieso nichts, weil die alle pennen. Quizzi. Von da oben hat man sicher einen tollen Ausblick. Hallo. Wir müssen uns unterhalten. Müssen wir? Kennen wir uns? Nein. Aber ich habe von dir gehört. Ich suche immer nach Leuten, die mit schwierigen Situationen umgehen können. Was für ein Job ist das? Ich weiß es noch nicht. Alles, was so anfällt, sobald dich mein Boss gesehen hat. Es wird gefährlich sein. Und du erhältst eine gute Bezahlung dafür. Klingt immer gut. Ich lebe für die Gefahr. Wo muss ich unterschreiben? Mir gefällt dein Eifer. Ich bin übrigens Edward Deegan. Du wirst hauptsächlich für mich arbeiten. Aber du musst erst zu meinem Boss. Sein Name ist Jack Cabot. Er will mit jedem persönlich sprechen, den ich anheuere. Auch immer gut, wenn ich die verdammte Rüstung anhab. Komm zum Haus der Cabots in Beacon Hill und sag, dass du Jack sprechen willst. Ich sag ihm, dass du kommst. Das ist immer lustig, wenn ich die Rüstung anhab und die Leute sagen, ich will dich persönlich kennenlernen und eigentlich nur eine Maschine sehen.
Was kannst du heute anbieten? Was ist denn das für ein Magazin? Das ist auch so ein langes. Black Ops Schienbeinschoner? Wirklich? Hm. 4400, willst du mich rollen? 6300? Alter. Ja? Dass ich hier nirgendwo bei euch einkaufe, das ist kein Wunder, oder? Verschnaufen, Nick? Du bist ein Bot. Komm jetzt. Wir müssen weiter. Wir kommen ja nochmal wieder, wenn das Leben wieder eingekehrt ist. Entschuldigung. Unglaublich, dass Kessler diese Stadt am Laufen hält. Mit den Karawanenbossen und den Raidern. Tja. Tja. Leben ist hart. So, gehen wir mal weiter Richtung optionales Ziel. Warte mal. Das gefällt mir gar nicht, dass es da durchgeht. Waren da? Da habe ich doch was leuchten gesehen. Hallo. Seid ihr freundlich? Man kennt das auch immer nicht, ne? Sieht jetzt nicht aus wie die Standard-Raider. Ich gehe mal hin. Gespeichert habe ich ja. Nick. What the fuck? Das ist unser Gebiet. Alter, chill mal. Verschwinde, Zivilist. Kläfft hier rum wie eine Bulldogge. Zahltag sollte besser bald kommen. Hallo? Sobald wir auf dem Schiff sind, haben wir ausgesorgt. Streets war strange. Entschuldigung. Ja? Ist nicht so hier mit Reden und so, wa? Entschuldigung. Wenn du dir unser Gebiet krallen willst, wird dich das Boot platt machen. Welches Boot? Was labern die denn? Also, dass die Löcher am Boden haben, sehe ich jetzt hier nichts irgendwie Beeindruckendes. Hallo? Gehen wir einfach weiter. Ich dachte, hier wäre was Interessantes, aber don't seem to be. Ach, das Boot. Nee, ich bin Freund. Don't kill me, please. Ich weiß nicht, was ich für störender finde. Dass ein Schiff in dem Gebäude da steckt. Oder dass noch immer ein Schiff in dem Gebäude da steckt. Hallo. Scan-Vorgang. Zugriff auf Vorkriegsdaten. Datensatz gefunden. 108. Infanterieregiment. 2. Bataillon. Ahoi. Die Vorsehung beschert uns in unserer größten Not einen Soldaten der Kongressarmee. Ich war in der Armee, aber was ist die Kongressarmee? Befehle, Sir. Die 3. Proklamation. Alle Mitglieder der US-Armee sind hiermit Mitglieder der Kongress-Armee. Der Captain erwartet sie auf der Brücke. Baldmöglichst, Sir. Da fuggle die fuck. Erstmal die Frage, wie ich da hochkomme. Alle Wege führen nach oben, würde ich sagen. Da ist die Treppe. Oder? Oder auch nicht.
Wie verwinkelt kann man eine Scheiße bauen? Ah, ja, hier. Was ist das für eine hohle Sackgasse? Wollt ihr mich verarschen? Ich kann mit meinem verletzten Daumen spielen, weil ich ihn nicht biegen muss, Martin. Deswegen. Ach, da ist eine Luke. Das ist der einzige Grund, warum ich damit spielen kann. Ich muss ihn halt immer... Ich habe jetzt nur meinen Verband abgenommen, weil er sonst so gedrückt hat. Ich muss ihn halt immer so halten. So. Und das geht halt. Mit WASD und Leertaste ist das kein Problem. Ich darf ihn halt nur nicht belasten. Oh, was ist das denn für ein Gestank? Jetzt sag du mir, dass du eine Nase hast, Nick.